Hallo, das hier ist kein gewöhnlicher Tierrettungskanal. Ihr seid nicht nur hier, um Geschichten zu sehen, die, wisst ihr, einfach nur gut tun. Ihr werdet eine Tierrettung von Anfang bis Ende sehen. Aber ihr wart nie ein Teil davon. Das ist nicht das, was wir in dieser Organisation tun. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Rettungsaktionen zeigen, während sie passieren, und ihr, indem ihr zuschaut, eingreift und spendet, seid ein Teil dieser Rettung. Ihr seid es, die das möglich machen. Heute bringe ich euch den Fall von Rosita. Rosita wurde vor ein paar Monaten gerettet. Ein Hund, der Zuflucht in einem Pferdestall gefunden hatte, nur um vom Pferd zerquetscht zu werden. Die ursprünglichen Frakturen waren schrecklich. Es sah so aus, als würde Rosita nie wieder laufen können, aber sie wurde operiert und wir haben das erste Bein gerettet. Es war ein Erfolg. Aber dann musste das zweite Bein warten. Es musste bis jetzt warten. Das ist Rosita. This is Rosita. Hola, aquí estamos con Rosita. Hallo, ich bin hier mit Rosita, die bald an ihrem zweiten Bein operiert wird, welches gebrochene Zehen und eine offene Wunde hatte. Wir haben diesmal gewartet, damit die Platte, die wir während der ersten Operation in ihrem Oberschenkel platziert haben, mit dem Knochen verwachsen kann. Jetzt kann sie operiert werden. Sie belastet die Pfote nicht, weil es ihr wehtut. Stellt euch den Schmerz vor, den sie haben muss. Rosita ist ein sehr tapferer Hund und kommt mit dem ganzen Prozess sehr gut zurecht. Die Operation ist entscheidend für die Behandlung komplexer Verletzungen bei Tieren, wie im Fall von Rosita, und ist wesentlich für ihre Mobilität und Lebensqualität. Die Entwicklung chirurgischer Techniken und Technologien hat die Chancen auf eine erfolgreiche Erholung verbessert. Die Operation über eine medizinische Notwendigkeit hinaus stellt einen Akt der Liebe und des Engagements für das Wohlergehen von Rosita dar und bietet die Hoffnung auf ein Leben frei von Schmerzen. In diesem entscheidenden Moment priorisieren wir ihre Gesundheit und ihr Glück, indem wir uns verpflichten, sie in ihrer Genesung zu unterstützen. Die Operation ist ein Schritt hin zu einem vollen Leben für Rosita und zeigt, dass die Vereinigung von Liebe und Wissenschaft die körperliche Integrität wiederherstellen kann. Werden Sie Röntgenaufnahmen machen? Ja. In den Kontrollröntgenaufnahmen haben wir beobachtet, dass das, was eine offene Wunde war, nicht mehr sichtbar ist. Was uns bei der Operation am meisten Sorgen machte, war die Knocheninfektion, die vorhanden war. Es gab eine signifikante Osteomyelitis, aber jetzt ist sie unter Kontrolle. Andernfalls wäre die Haut nicht verheilt. Wenn eine Infektion vorliegt, gibt es keine Granulation. Jetzt sieht sie gut aus für die Operation. Die Knochendichte ist gut. Es gibt zwei mögliche Alternativen. Da es sich um eine chronische Fraktur handelt, wäre es ideal, eine Platte auf den Mittelfußknochen zu platzieren. Da diese Platten jedoch im dorsalen Bereich nahe am Mittelfuß angebracht werden und dort wahrscheinlich viel fibröses Gewebe aufgrund der chronischen Fraktur vorhanden sein wird, werden wir versuchen,
die gesamte Anatomie zu respektieren und die Platte im richtigen Bereich zu platzieren. Oder, falls das nicht möglich ist, werden wir versuchen, es durch die lateralen und medialen Bereiche zu machen, um alle Mittelfußknochen abzudecken. Wenn dieser Typ von Implantat oder die Mittelfußknochen nicht genug Konsistenz haben, könnten wir in Erwägung ziehen, auch den vierten Tarsalknochen und das Fersenbein einzubeziehen, um mehr Steifigkeit zu versuchen zu bieten. Es wäre eine Art partielle Arthrodese. Aber wir werden sehen, welche Option mehr Garantien bietet. Das werden wir während der Operation bestimmen. Als wir Rosita gerettet haben, wussten wir, dass es Zeit und Geduld brauchen würde. Der Angriff muss schrecklich gewesen sein. Beide ihre Beine wurden zerquetscht. Wir haben das erste repariert. Jetzt ist es an der Zeit, das zweite zu reparieren. Bitte spendet. Ohne euch wäre nichts davon möglich und Rosita könnte nie wieder laufen. Es ist Zeit, das zu beenden, was wir begonnen haben. Bitte spendet. Helft uns, Rosita zu retten. Danke.